Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für das Wirtschafts- und Börsenupdate. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Martin Lüscher, am letzten Wochenende hat der Konflikt im Nahen Osten eine neue Stufe erreicht. Zum ersten Mal hat der Iran Israel direkt angegriffen. Israel hat mit der Unterstützung von westlichen Ländern und arabischen Staaten das Schlimmste zwar verhindern können, beruhigt hat sich die Situation aber trotzdem noch nicht. Im Gegenteil, heute Morgen hat man von einem israelischen Luftangriff auf den Iran lesen. Spürt man die Entwicklung im Nahen Osten auch an den Finanzmärkten? Ja, die Marktteilnehmer haben am Montag relativ verhalten reagiert. Die Aktienmärkte haben plus minus unverändert geschlossen im Tagesverlauf. Der Erdölpreis ist ein bisschen gestiegen. Unterdessen ist die Nervosität ein bisschen mehr spürbar. Der Erdölpreis ist heute Morgen auch nochmal gestiegen, hat aber doch auch wieder relativ viel von dem Gewinn schon wieder preisgegeben. In solchen Situationen ist der beste Ratschlag eigentlich immer noch der, ruhig zu bleiben und an der langfristigen Strategie festzuhalten. Jawohl, trotzdem sind die Aktienmärkte seit Ende März in einer Schwächephase. Was ist der Grund für diesen Abwärtstrend? Das stimmt, es ist noch interessant, wenn man die Entwicklung ein bisschen längerfristig anschaut, über die letzten 12 Monate. Letzten Sommer sind die Aktienmärkte in Europa und den USA tendenziell seitwärts, haben sie sich bewegt. Dann Ende Oktober sind sie in den Aufwärtstrend gewechselt und jetzt seit Ende März sinken sie wieder. Ein klarer und eindeutiger Grund für diese Trendwende gibt es eigentlich nicht. Mögliche Gründe sind Gegenwind von der Geldpolitik, vor allem aus den USA, oder auch Quartalszahlen von Unternehmen, die jetzt präsentiert worden sind. Sie haben die Geldpolitik in den USA angesprochen. Der Chef der amerikanischen Zentralbank hat sich am Dienstag unter anderem zu der Geldpolitik in den USA geäussert. Was hat Jerome Powell dazu gemeint? Ja, er hat gesagt, dass es möglicherweise noch ein bisschen länger geht, bis die Inflation bei diesen 2% wieder ist. 2% ist das Ziel vom Fed, also von der US-Notenbank. Und das heisst auch, es geht vielleicht noch ein bisschen länger, bis die Zinsen gesenkt werden können. Die Inflation ist seit Anfang Jahr höher ausgefallen als erwartet. Also die Preise steigen immer noch schneller als eigentlich gewünscht von der US-Notenbank. Das sieht man auch an den Märkten. Also die Marktteilnehmer rechnen nicht mehr mit so viel Lockerungsschritt im laufenden Jahr. Anfang Jahr haben sie für dieses Jahr noch mit 6 Lockerungsschritten gerechnet. Jetzt sind es nur noch 2. Und gleichzeitig sind auch die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen. Ein guter Indikator hier zum Beispiel für die Geldpolitik in den USA ist die Rendite vom 2-jährigen Treasury. Und der ist seit Ende März von 4,6 auf zuletzt 4,9% gestiegen. Jawohl, für Bewegung haben diese Woche auch die Unternehmenszahlen gesorgt. Wer ist da besonders rausgestochen, Herr Lüscher? In Europa vor allem ASML. Der Chip-Ausrüster hat mit der Nachfrageentwicklung enttäuscht. Der Auftragseingang ist im ersten Quartal von 3,8 auf 3,6 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Analysten haben im Mittel mit einem Plus gerechnet auf 4,6 Milliarden und gleichzeitig ist der Umsatz um 1/5 eingebrochen. Das hat dazu geführt, dass der Titel im Tagesverlauf 7% verloren hat und auch andere Chip-Unternehmen abgezogen hat, beispielsweise Nvidia aus den USA oder in der Schweiz VAT und Comet. Wie sieht es bei den Schweizer Unternehmen aus? Wer hat da schon seine Quartalszahlen können präsentieren? Ja, von den grossen Unternehmen hat unter anderem ABB Zahlen präsentiert. Die haben positiv überrascht. Zwar ist der Auftragseingang wie erwartet zurückgegangen, aber weniger fest als befürchtet. Gleichzeitig hat ABB die Profitabilität können verbessern und schaut jetzt auch optimistischer in Zukunft, also auf die Entwicklung des laufenden Jahres, wie noch Anfang Jahr. Das hat dazu geführt, dass die Titel etwa 6% können zulegen im Tagesverlauf. Aktuelle Zahlen gibt es auch vom Lifthersteller Schindler. Wie laufen die Geschäfte bei Schindler? Bei Schindler sieht es ähnlich aus wie bei ABB. Auch bei Schindler ist der Auftragseingang zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und die Profitabilität hat können gesteigert werden. Auch da ist von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen worden. Die Titel sind etwa 1% gestiegen, jetzt nicht so fest wie bei ABB. Auch Sulzer hat diese Woche einen Blick in die Geschäftszahlen gewährt. Was hat der Winterthur Industriekonzern zu berichten gehabt?
Ja, Sulz hat keinen kompletten Quartalsabschluss präsentiert, sondern einfach über den Auftragseingang informiert. Der war rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, aber im Vorjahr war die Messlatte aufgrund von Grossaufträgen auch sehr hoch. Der Auftragseingang ist aber weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Und gleichzeitig hat das Unternehmen die Prognose vom laufenden Jahr bestätigen können. Darum konnte der Titel im Tagesverlauf 2% zulegen. Martin Lüscher, danke vielmals für die Erklärungen und Ihren Besuch hier im Studio zu Winterthur. Ihnen daheim vielen Dank fürs Interesse. Weiterhin einen ganz schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Akribis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akribis Bank.